Ja, Kinder mögen es nicht, wenn sich ihre Eltern dauernd in den Haaren liegen. Dann haben Sie das Idealpaar gefunden? Das denke ich auch. Wir haben den Wagen Ihrer Tochter verlassen aufgefunden. In Frankfurt? Nein. Der Wagen wurde von einer Streife außerhalb von Düsseldorf entdeckt. Und die Schlüssel lagen ein paar Meter entfernt im Gras. Was hältst du von einem Kurzurlaub? Ein verlängertes Wochenende für uns alle. In Hamburg. Ich habe eben mit Rolands Frau telefoniert. Sie lädt uns ein, bei sich in ihrem Haus zu wohnen. Die Trennung von Oliver scheint dich ja mehr mitgenommen zu haben, als ich dachte. Charlie, bitte. Bemühen Sie sich nicht weiter. Ich habe alles verstanden. Ich fürchte, unter diesen Umständen werde ich einer Adoption nicht zustimmen. Sarah ist uns so ins Herz gewachsen. Wir freuen uns auf sie. Aber unter diesen Voraussetzungen würde kein Jugendamt der Welt ihrem Antrag stattgeben. Es tut mir so leid. Ich konnte doch nicht wissen. Ja, früher oder später wäre die Lüge sowieso aufgeflogen. Das Mädchen hätte es gut bei uns. Wir würden uns um sie kümmern. Ich wollte mir erst mal frei nehmen. Frau Roth und Herr Dr. Seifert sind sehr verantwortungsvolle Menschen. Ich kenne sie seit langem. Das sagen Sie. Nur beide Elternpartner müssen absolut vertrauenswürdig sein. Und diesen Bonus haben Sie, so leid es mir tut, eindeutig verspielt. Ja, aber als Schwuler hätte ich von vornherein schlechte Karten gehabt. Wir haben kein Problem damit, dass Sie homosexuell sind. Nur Sie hätten uns nichts vormachen dürfen. Okay, es war falsch, Sie anzulügen. Aber können wir das nicht ungeschehen machen? Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Auf Wiedersehen. Blöde Kuh. Was ist? Freust du dich nicht? Oder hast du schon was anderes vor? So halb. Hey, keine falschen Ausreden. Kino, Einkaufsbummel, romantische Spaziergänge. Nein, nein, es zählt alles nicht. Armut, du lässt dem armen Mädchen ja gar keine Chance. Das Ding ist, dass es... Es passt mir im Moment einfach nicht so gut. Also das reine Vergnügen sollte es ja auch nicht nur sein. Du könntest dich informieren über das Volontariat vor Ort. Mit Roland könntest du dich austauschen. Hast du eigentlich schon den Redaktionsleiter angerufen? Noch nicht. Das können sie doch immer noch machen. Gabriella, Rolands Frau freut sich auf dich. Und die beiden Mädchen sind furchtbar neugierig auf die nette Assistentin ihres Vaters. Ich habe zurzeit viel zu tun. Ja, aber das wäre doch schade. Es wäre doch schade. Wir könnten doch... Ich kann nicht. Arno, ist schon gut. Ist okay, wenn du hier viele Termine hast. Ja, klar, klar. Entschuldige, ich dachte nur... Fand die Idee nicht schlecht. Irgendwann anders vielleicht. Glauben Sie, meiner Tochter wurde etwas angetan? Ausschließen können wir das nicht. Und Gepäck haben Sie auch keins gefunden? Nein, nur ein paar CDs, Straßenkarten, Fahrzeugpapiere. Sie sagten doch, sie ist nach Frankfurt. Da hätte sie doch zumindest eine Reisetasche dabei haben müssen, ja, oder? Vielleicht war Ihre Tochter zwischenzeitlich schon wieder zu Hause. Nein, war sie nicht. Ans Handy geht's ja auch nicht. Das klingelt nur und es klingelt und klingelt. Ja, Moment. Wir können ja versuchen, es orten zu lassen. Haben Sie die Telefonnummer? Ja, natürlich habe ich die Telefonnummer. 1602, hört ihr mich? Ja. Könnt ihr bitte den Standort von folgender Handynummer prüfen? Thank you.
Ihr habt euch solche Hoffnungen auf das Mädchen gemacht. Vielleicht können wir ja noch mal mit dem Heimleiter reden. Ich rufe nachher mal an. Habt ihr euch etwas schon nach einer gemeinsamen Wohnung umgeschaut? So konkret noch nicht. Nein, danke. Ich muss jetzt leider los. Also dann, toi, toi, toi. Ich drück euch die Daumen. Thomas, tut mir so leid. Trotzdem, Kopf hoch, hm? Ist halt dumm gelaufen. Mach's gut, Charlie. Bitteschön. Was Bescheuertes. Das war wohl nichts. Ausgerechnet, als dieser Behling bei uns ist, taucht Frau Schneider auf und vermasselt uns alles. Tja, manchmal hat Charlie echt die Begabung, zur falschen Zeit das Falsche zu sagen. Dabei wärt ihr bestimmt prima Eltern gewesen. Das ist lieb von dir. Rufst du jetzt den Heimleiter an? Ach, komm rein. Hallo, Arno. Ist Gabriella oben? Ja. Alles in Ordnung mit dir? Ich glaube, ich habe sie mal wieder schrecklich überfahren. Wieso, was ist passiert? Lass es dir von ihr selbst erzählen, hm? Mhm. Guck mal, die schöne Kanne. Fein, die habe ich nie gemocht. Oh, nicht nur du bist ungeschickt. Na, eine Elefantin im Porzellanladen. Das beweist nur, wie gut wir zusammenpassen. Oh, komm, komm, komm. Ich habe schon ewig nichts mehr fallen lassen. Dafür trittst du in jedes Fettnäpfchen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich vorhin wieder falsch gemacht haben soll. Ein Wochenende in Hamburg. Jedes andere Mädchen wäre mir um den Hals gefallen. Oh, jetzt musst du mit mir Vorlieb nehmen. Kannst du mir sagen, was ich schon wieder hatte? Sie hat reagiert, als hätte ich ein unsittliches Angebot gemacht. Das ist merkwürdig, dass du das so sagst. Was meinst du mit merkwürdig? Sie hätte außer sich vor Freude sein müssen, Roland wiederzusehen. Er hat sie gefördert, er hat... Mir ist ihr Verhalten ein Rätsel. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Arno weiß ja aber auch nicht, was zwischen dir und diesem Roland vorgefallen ist. Ich kann unmöglich nach Hamburg fahren. Und das Volontariat? Ah, vergiss doch bitte das Volontariat. Und wie willst du Arno und Elisabeth das erklären? Die werden dich mindestens einmal pro Woche darauf ansprechen. Ja, aber ich kann mich mit dem Job bei On Media rausreden. Ich meine, die beiden wissen doch, dass ich quasi von vorne anfange. Aber Arno wird dich immer wieder darauf ansprechen, wenn du ihm nicht endlich erzählst, was passiert ist. Ach, was soll das denn bringen? Ja, dann weiß Arno endlich, dass sein sauberer Freund ein mieses Schwein ist. Arno würde ihn sofort anzeigen. Ja, es ist genau das, was der Typ verdient hat. Nein, nein, ich habe keine Lust, mich vor irgendwelchen Polizisten zu rechtfertigen. Ich entschuldige mich bei Arno und damit basta. Ach so, Herr Steiner. Gut. Sie haben also immer noch keine Spur von Konrad Weber? Okay, dann bedanke ich mich trotzdem. Sie halten mich auf dem Laufenden, ja? Danke. Weber? Ist das nicht der Freund von Lukas? Ich schätze mal, gewesen, ja. Ein Krimineller, der diesen Gangstern erst ermöglicht hat, meine Bilder zu rauben. Ja. Weber ist verschwunden. Spurlos. Ach. Und von Marie habt ihr auch noch nichts gehört? Nein. Wir hoffen inständig, dass ihr nichts passiert ist. Entschuldigt, wenn ich mich einmische. Ja? Ich habe Konrad und Marie gestern noch zusammen gesehen. Weißt du, wir haben gleich ein sehr wichtiges Gespräch mit Sarahs Heimleiter. Klar. Kannst du dann nächstes Mal für mich ansprechen. Und wo bleibt er denn? Hey, jetzt reg dich nicht auf. Guck mal, da ist er doch schon. Hallo, Herr Demel. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo. Lange kann ich allerdings nicht bleiben. Aber die Sache ist im Prinzip ja auch geklärt. Das ist wirklich dumm von uns. Wollen Sie einen Kaffee? Ja, gern. Ich habe Sie wirklich für intelligenter gehalten, Herr Seifert. Sie hätten nur wissen müssen, dass Sie mit der Geschichte nicht durchkommen. Ja, aber welches Jugendamt spricht einem alleinstehenden schwulen Mann schon ein achtjähriges Mädchen zu? Familien werden bei diesen Adoptionsverfahren eindeutig bevorzugt. Ja, aber die meisten Paare wollen Säuglinge und Kleinkinder. Ihre Chancen wären also durchaus nicht schlecht gewesen. Sie hätten nur ehrlich sein müssen. Und jetzt? Sie wissen doch, wie sehr wir an der Kleinen hängen. Und umgekehrt. Sie sind doch schon wieder mit Sarah verabredet. Ja, heute.
treffen Sie sich mit ihr. Aber wir müssen die Besuche in Zukunft stark einschränken. Sarah macht sich sonst zu viel Hoffnung. Heißt das, Finn? Müssen Sie die Adoption endgültig aus dem Kopf schlagen? Leider, ja. Du tust dir keinen Gefallen, wenn du dieses Arschloch verschonst. Daniel, bitte. Ja, okay, also tschüss, ja. Danke für deinen Besuch. Na, du? Jetzt, wo ich wieder arbeite, da habe ich echt keinen Nerv für so eine Reise. Vergiss Hamburg. Läuft uns nicht weg. Eben. Trotzdem, ich hätte Roland gern wiedergesehen. Ist dir gar nicht aufgefallen, wie panisch Gabriella auf dein Angebot reagiert hat? Sie war nicht begeistert, das ist mir aufgefallen. Aber panisch. Sie hatte Angst. Ach, Elisabeth. Doch, ich hab's in ihren Augen gesehen. Na, wie auch immer. Ich muss Hamburg anrufen. Rolands Frau absagen. Deine Karriere. Mit oder ohne Roland? Gabriella! Oh, das ist das neue Buch von Roland Hansen. Ja. Lass uns reingehen und eins kaufen. Ich hab schon eins. Elisabeth, warte! Ach, wenn ich mal dabei bin. Das ist doch... Warum wirfst du denn das Kleid in den Müll? Es ist kaputt. Och, wie ist das denn passiert? Also für solche illegalen Auktionen bin ich noch wirklich nicht der Richtige. Der Kerl hat nicht mal Spuren hinterlassen, gar nichts. So wie es aussieht, hat er alles Wichtige mitgenommen. Nun schade, dass diesem Neffen von Frau Schneider nichts weiter aufgefallen ist. Was nun? Sagen Sie mal, als Sie diesen Weber in Ihrer Firma eingestellt haben, richtig überprüft haben Sie den aber auch nicht. Doch, das typische Standardprozedere. Ich habe mir seinen Lebenslauf angesehen, sein polizeiliches Führungszeugnis. Ja, aber warum haben Sie mich nicht gefragt? Ich hätte ihn gleich von diesem Subjekt abgeraten. Mein Bruder hat ihn mir empfohlen. Ach, Ihr Bruder. Sie wissen, was ich von dem halte. Ja, das weiß ich, aber ich meine, vielleicht hat ihn der Kerl genauso getäuscht, wie er uns getäuscht hat. Das kann doch sein, oder? Ich weiß sowieso nicht, was er mit Marie überhaupt will. Ich meine, bei einer Flucht, da ist sie doch nur im Weg. Wenn die Polizei ihn aufstöbert, könnte er sie als Geisel nehmen. Mein Gott, was für eine wahnsinnige Idee von meiner Tochter, sich in diese unselige Geschichte einzumischen. Ich konnte sie davon nicht abhalten. Sie wollte mir unbedingt helfen. Ja, und was hat das gebracht? Keiner weiß, wo sie jetzt ist und wie es ihr geht. Ihre Tochter bedeutet mir mindestens genauso viel wie Ihnen. Das können Sie mir glauben. Ach, hören Sie doch auf. Sie haben sie doch erst in diese Lage gebracht. Ich werde Ihre Tochter finden, koste es, was es wolle. Sarah, komm. Jacke anziehen. Wir müssen gleich wirklich los. Johnny Bär ist noch nicht satt. Oh, doch, der ist satt. Der hat so viel Kuchen gegessen. Nein. Wir können Johnny Bär ja ein Stück Kuchen für den Weg mitgeben. Hey, was machst denn du jetzt? Eng. Oh, weh. Ich wollte sie vorhin schon nicht anziehen. Wenn das so weitergeht, dann haben wir sie bis morgen nicht abgeliefert. Das wäre mir gar nicht so unrecht. Was machen wir morgen? Oh, Sarah, morgen müssen wir arbeiten. Da haben wir gar keine Zeit. Habt ihr mich noch lieb? Hey, jetzt guck mich mal an. Natürlich haben wir dich noch lieb. Aber manchmal muss man auf Sachen verzichten. Weißt du, das ist... wie mit Geburtstagen. Nicht alles, was man sich wünscht, bekommt man auch. Verstehst du? Den darfst du behalten, bis ich wiederkomme. Komm mal her. Hm. Wo habe ich sie denn jetzt schon wieder? Was denn jetzt? Ihre Jacke. Sarah. Oh.
Eine erfolgreiche Bauabnahme. Und auch, wie das duftet. Essen ist gleich fertig. Was denn, nur wir beide? Ja, Lara ist noch unterwegs und Gabriella hat keinen Appetit. Arno, was ihr passiert ist, das kannst du nicht ändern. Wenn ich diesen Kerl zu fassen kriege, ich breche ihm sämtliche Knochen im Leib. Wie kann man einer Frau sowas antun? Mich darfst du das nicht fragen. Und er läuft immer noch frei rum. Lauert womöglich schon seinem nächsten Opfer auf. In deinem gottverdammten Park. Vielleicht ist Gabriella gar nicht im Park vergewaltigt worden. Vielleicht war das auch gar kein Fremder, sondern jemand aus ihrem Bekanntenkreis. Wie kommst du denn darauf? So ein Gedanke. Ja, hast du irgendwelche Anhaltspunkte? Sie wollte partout nichts über diesen Mann erzählen und zur Polizei wollte sie auch nicht. Weil sie Angst hatte. Vor peinlichen Fragen. Oder sie kannte ihn. Und wir kennen ihn auch. Aber du hast keinerlei Beweise, dass Konrad sie in seiner Gewalt hat. Beweise, Beweise! Du mal mit deinen Scheiß Beweisen, Mensch! Hallo, ich bin Anwalt. Schön. Aber Olli ist der Letzte, der die beiden zusammen gesehen hat. Und dann Maries verlassener Wagen am Rhein. Es spricht nun mal alles dafür, dass dein lieber Freund mit ihrem Verschwinden was zu tun hat. Offenbar habe ich mich sehr in ihm getäuscht. Oh. Und du willst mir erzählen, dass dir nichts aufgefallen ist? Ihr wart die ganze Zeit zusammen, da muss einem doch mal was auffallen. Konrad war Hacker, aber das ist Jahre her. Und seitdem dachte ich, ist er solide und zuverlässig. Du solltest nicht denken. Er ist es leider nicht. Marc, bitte glaub mir. Ich hätte ihm nie zugetraut, dass er gemeinsame Sache mit diesen Kunstdieben macht. Ja. Ich bin's, Konrad. Hörst du mich? Ja, ja, sprechen Sie nur weiter. Steht ein schwuler Verehrer neben dir. Worum geht es denn? Bevor du meine Mailbox zum 100. Mal zutextest, deinen Anteil behalte ich. Und dafür reite ich dich nicht in die Sache mit rein. Ja, dann kann man nichts machen. Aber wir vermissen noch etwas. Marie von Beinbach. Ich habe sie im Bootshaus meines alten Ruderclubs untergebracht. Ach, wie komfortabel. Und wo kann man sie erreichen? Im Märchenland. Für immer. Hallo? Hallo? Was ist denn? Verbindung unterbrochen. Die Dame wird sich bestimmt wieder melden. Eine etwas überkantitelte Klientin. Ich nur irgendeine Ahnung hätte, wo ich Marie suchen soll. Irgendwas. Hast du eine Ahnung? Hä? Das Einzige, das mir zu Konrad einfällt, ist, dass er irgendwann mal Mitglied in einem Ruderclub war. Mango-Sorbet mit Himbeersoße. Davon wird meine Laune auch nicht besser. So, darf ich euch noch Wein nachschenken? Es war sehr lecker, Charlie. Ihr seid natürlich meine Gäste. Ach, kommt überhaupt nicht in Frage. Also, ich nehme die Einladung gerne an. Kann ich wenigstens ein bisschen mein schlechtes Gewissen beruhigen. Irgendwann wären wir sowieso aufgeflogen. Ja. Spätestens, wenn ich mich in Julis neuen Freund verliebt hätte. Ach, zumindest hast du deinen Humor nicht verloren. Ich habe mich so auf Sarah gefreut. Das war echt eine blöde Idee, die von der Adoptionsbehörde anzulügen. Was wird denn jetzt aus ihr? Sie war so traurig heute Nachmittag. Wie hat Rolands Frau eigentlich reagiert, als du die Reise abgesagt hast? Ach so, ja, sie hat vorgeschlagen, dass wir das mit dem Wochenende einfach verschieben. Und was ist, wenn wir die Reise ganz absagen? Aber warum denn? Gabriella muss ja sowieso irgendwann mal nach Hamburg. Und wenn sie gar nicht will? Du meinst grundsätzlich? Ach, nur ich... Ich hab da so einen Verdacht. Ich weiß, es klingt ungeheuerlich. Aber was ist denn, wenn Roland... Was? Wenn er Gabriella... Wenn Roland Gabriella vergewaltigt?
zusammen. Der Zeitpunkt, die Ereignisse danach. Und immer wenn das Thema Roland kam, dann hat Gabriella merkwürdig reagiert. Elisabeth! Der Mann ist Familienvater, zuverlässig, kompetent, nett. Hast du doch kennengelernt. Seit dem Abschiedsessen bei Roland geht's Gabriella schlecht. Sie hat das Kleid zerrissen, was sie bei der Gelegenheit anhat. Aber jetzt hör aber auf! Darüber brauche ich nicht nachzudenken. Roland ist doch kein Vergewaltiger. Marie! 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 Marc! Hier bin ich! Wo? Hier! Hol mich hier raus! Bitte! Nenne mir bitte einen vernünftigen Grund. Nur für Vergewaltigung gibt es keinen vernünftigen Grund. Das ist sehr richtig. Roland ist die vernünftige Person. Eine spontane, unüberlegte Handlung. Du musst es ja wissen. Arno, es sind sehr oft ganz normale Männer, die Frauen sowas antun. Aber Roland nicht! Gabriella. Oh, bitte vergiss ganz schnell, was du eben gehört hast. Weißt du, wir machen uns so unsere Gedanken und... Elisabeth hatte plötzlich die Idee, dass Roland... Ich habe mir gerade erklärt, wie absurd das ist. Was ist denn? Gabriella? Oh Gott. Ist er schon gut?